Um das, was sich hinter dieser Tür verbirgt, soll es heute gehen, um meine Steinkohlenheizung. Nur ein ganz kurzer Beitrag zu unserer ganz ungewöhnlichen Heizung, die wir uns mal vor ein paar Jahren, 5 Jahren jetzt, eingebaut haben. Und hier verbergen sich das sind wahrscheinlich fast 40 Tonnen. Um die 35 Tonnen Steinkohle-Anthrazit-Heizung aus Ibbenbüren. Ich habe gerade mir noch einen letzten LKW schicken lassen. So sieht das Material aus. Und die Hände sind kaum dreckig. Es ist ganz wenig staubig. Damit heizen wir. Und darum soll es heute gehen. Das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, Terra-Preta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde und manchmal um Themen, die mir einfach Spaß machen. Das ist so ein bisschen auch ein Begrünungsthema, weil hier geht es ja auch um die Frage, was ist mit dem CO2. Das werde ich gleich aus meinem Sessel heraus nochmal erklären. Und wir haben auch ein kurzes Video, wie das hier eingefüllt wurde, die Kohle in unseren Stall, wie der LKW hier rangefahren ist und das hier eingefüllt hat. Ja, sieht gut aus. Kann losgehen. Hier geht es runter zu unserem Heizungskeller. Und man ahnt es schon, es ist schwarz. Also so gut Steinkohle auch sein mag, relativ günstig. Geringfügig günstiger als Öl, je nachdem wie hoch die Preise von Öl sind. Ist Steinkohle eine dreckige Angelegenheit, kann man eigentlich für ein normales Einfamilienhaus nicht empfehlen. Man hat auch viel mehr Arbeit. Man hat zwar so einen Bunker, wo das automatisch aus dem Bunker in die Feuerung mit einer Schnecke transportiert wird. Aber dreckig bleibt es auf jeden Fall. Man hat Asche, man muss jede Kohle mal anfassen und in die Hand nehmen und in den Bunker schaufeln. Also das ist und bleibt eine dreckige Angelegenheit. Hier sehen wir das Feuer. Automatische Steuerung. Ja, man muss da vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche muss man da schon auf jeden Fall gucken, dass die Kohle drin ist, dass man nachfüllt, dass man vielleicht ab und zu dann alle paar Wochen, Monate muss man gucken, dass der Staub aus dem Abgasrohr entfernt wird oder so. Also ist schon nicht ganz wartungsfrei. Bei uns funktioniert das, weil wir einen Kumpel haben, der das auch betreut und das immer wieder einstellt und auch mal sauber macht und so. Aber wenn man das selber nicht so gut kann und ist es keine wartungsfreie Heizung. Also in dem Sinne jetzt keine Empfehlung für ein normales Einfamilienhaus. Aber auf jeden Fall eine witzige Sache und zwar polnische Technik. Sowas, Polen, Russland, Ukraine, da gibt es relativ viele automatische Steinkohlenheizungen, die mit sowas heizen. Und das ist die Technik, aus der sich unsere Pelletheizungen ableiten, weil das haben die nicht selber erfunden, die Pelletheizung, die ganzen Sachen, sondern die nehmen eigentlich polnische
russische, ukrainische Steinkohlenheizung, bauen die ein bisschen um und dann sind das unsere Pelletheizung. Okay, das ist unser Heizungskeller gewesen. Ja, warum habe ich jetzt da gestanden und habe meine Steinkohle-Kiesel mit Anthrazitkiesel mit EM besprüht? Das ist wahrscheinlich die große Frage. Und 100% beantworten kann ich die gar nicht. Ich habe ungefähr 1 bis 2 Liter da gesprüht pro Tonne Kohle. Also auf den LKW 27 Tonnen habe ich ungefähr 50 Liter, 40 Liter Triatraktiv gesprüht, immer in diesem schönen Ding. Wenn man da reinkam in den Bunker, hat man richtig gerochen, oh, es riecht nach EM. Also das war richtig viel. Und ganz so viel muss man nicht, 1 Liter pro Tonne ist vielleicht eine gute Variante. Was tut das da? So gut wie nichts. Also eine Steinkohle ist nicht mehr viel zu verdauen, da ist nicht mehr viel zu machen. Das Interessante, was es wahrscheinlich tut, was wir aus der Ölheizung wissen, was wir aus der Gasheizung wissen, was wir aus dem Verbrennen von Holzhackschnitzel und so weiter wissen, ist, wenn wir das mit der EM-Schwingung kombinieren, mit Triatraktiv, indem wir das raufsprühen, oder mit den EM-Keramikröhrchen an strategischen Stellen im Brenner vielleicht, um die Gasleitung, Ölleitung im Ölfilter, auch bei Autos durchaus denkbar, dann entsteht dabei, dann haben wir eine sauberere Verbrennung typischerweise. Also das ist eine der Sachen, die man nachweisen kann, wenn man das wirklich intensiv mit EM-Keramik, mit EM so ein System, sage ich mal, in eine harmonische Schwingung bringt. Wie auch immer das eigentlich genau funktioniert, weil wir wissen nicht, wie es funktioniert. Es sollte eigentlich nicht funktionieren, aber irgendwie funktioniert es doch. Dann kann man das ablesen ganz oft an den Abgaswerten. Da ist dann weniger Stickoxid drin, weniger Kohlenmonoxid. Wir haben eine vollständige Verbrennung, weniger Ruß. Eine Variante ist vielleicht, dass diese Gas- und Dieselpartikel zum Beispiel feiner werden, weil die Oberflächenspannung, wie bei Wasser und Keramik auch, runtergesetzt wird und dadurch feiner verstäuben und feiner verbrennen. Eine andere Variante ist, dass dieses EM ja Antioxidantien enthält, Elektronenüberschuss hat, dass vielleicht besonders radikale Stickoxide und dergleichen Bildung verhindert und eine harmonischere Verbrennung sozusagen produziert. Ja, also wir wissen nicht genau warum, aber bei Autos, bei Ölheizung, bei Gasheizung wissen wir, wenn wir da mit EM arbeiten, da gibt es verschiedene Tricks. Im Filter ist eine ganz interessante Sache, bei Gasheizung vielleicht im Brenner oder um die Gaszuleitung gewickelt. Dann auch interessant EM-Keramik bzw. sogar Triatraktiv im Heizkreislauf, im Wasserkreislauf der Heizung, dass man da ein bisschen Triatraktiv reinmacht. Erstens hat man weniger Korrosion, Rost da drin und es löst Belege gut und es hat eine bessere Übergabe der Wärmeleistung an die Heizung, sodass da typischerweise auch eine bessere Wirkungsgrad dadurch zustande kommt. Das ist so ein bisschen, wenn man braucht nicht ganz so hohe Temperatur, um die gleiche Wärme zu übertragen, weil sich da zum Beispiel kein Belag bildet oder das Wasser die Wärme besser aufnimmt oder so. Okay, ich merke schon, jetzt bin ich selber ein bisschen verwirrt. Also die Schwingung hat Einfluss auf alle möglichen Prozesse, angefangen bei der Verbrennung, bei der Struktur des Brennstoffs, bei der Sauberkeit der Verbrennung, bei der Übertragung der Wärmeleistung auf Wasser zum Beispiel, im Heizkreislauf, und an all diesen Punkten kann man EM einsetzen und wir haben das auch immer wieder mal an all diesen Punkten eingesetzt. Und bei Steinkohle hat mir noch keiner gesagt, dass ich da EM reinsprühen soll, aber einfach, ne, wer alles hier im Hof wird mit EM beaufschlagt, beimpft, in die richtige Schwingung gebracht, und da dachte ich, warum nicht auch die Steinkohle, und habe da entsprechend 1 bis 2 Liter Triatraktiv pro Tonne Steinkohle über dieses schöne Verfahren, ne, da stand der große LKW, man konnte es vielleicht erahnen, also der stand da quasi über mir, wenn der umgekippt wäre, wäre der auf mich draufgekippt, und hat da seine komplette
Material in diesen Zuführungsschlauchschnecke da rein schlittern lassen. Und bei diesem Prozess habe ich an der richtigen Stelle das EM da reingebracht, sodass sich das noch selber verteilt dann im Prozess. Also perfekt verteilt. Jeder einzelne Kiesel von Steinkohle in diesem Bunker ist jetzt mit EM bedeckt. So, aber was muss das bei der Steinkohle machen? Ja, vielleicht hat es weniger Staubbildung bei der Verbrennung. Vielleicht haben wir weniger eine etwas vollständige Verbrennung und etwas weniger von den unerwünschten Stickoxiden, Rußbildung und so weiter. Das wäre mein Wunsch. Vielleicht sogar noch ein bisschen höherer Wirkungsgrad dadurch. Ist aber praktisch in der Steinkohleheizung auf jeden Fall nicht nachweisbar. Manchmal kann man es nachweisen. Nachweis ist übertrieben. Man kann einen Hinweis darauf kriegen. Bei Gasheizung, bei Ölheizung. Aber es ist ganz schwierig, weil man muss vorher, man kann ja, im Grunde braucht man zwei identische Heizungsanlagen, die man identisch fahren lassen würde. Und dann müsste man identische Heizungsabnahme haben. Und dann könnte man gucken, eine mache ich mit dieser EM-Schwingung, die andere nicht. Was passiert da? Ein sehr aufwendiger Prozess, den bisher, soweit ich weiß, noch keiner gemacht hat. Typischerweise macht man dann ein bisschen EM-Keramik oder dergleichen, diese EM-Schwingungssachen bei seiner Heizung. Und dann sagt man, ah, gucke mal, ich habe beim ähnlichen Jahr, kälteren Jahr, genauso viel verbraucht, weniger verbraucht. Oder man sieht das eben an den Abgaswerten. Ich habe andere Kohlenmonoxid, Staubabgaswerte und so weiter. Okay. Besonders deutlich war der Effekt aber wohl, das habe ich tatsächlich mal im Vortrag gesehen, ich meine, irgendwo in Bayern bei den EM-Tagen Chiemgau vielleicht oder so, dass wenn man Holzhackschnitzel, die ja typischerweise noch ein bisschen feucht sind, wenn man Holzhackschnitzel einlagert, großer Bunker typischerweise, ne, das sind ja dann riesige Bunker oder Scheunen, in denen man Holzhackschnitzel auch LKW-weise 50 Kubikmeter und mehr Holzhackschnitzel da einlagert, wenn man dabei EM einsprüht, so ähnlich wie ich das jetzt gemacht habe, oder eben auf eine andere Weise, je nachdem wie das abgeladen wird, dann hat das da den Effekt, dass diese Holzhackschnitzel, die haben ja immer noch eine gewisse Restfeuchte, nicht so stark verpilzen. Der Pilz kostet ja ganz viel Energie, weil das dann warm wird da drin und quasi der Teil der Energie schon vorher veratmet wird, bevor das überhaupt in die Heizung kommt. Also wenn man da gleich beim Einlagern EM ein bisschen mit drauf sprüht, hat man höhere Energiekonservierung, das verpilzt nicht so, das verliert schon bei der Lagerung weniger Energie, verbrennt dann sauberer und da waren die Wirkungsgrade Steigerungen so teilweise über 10-20% bei diesen Einlagerungen von Holzhackschnitzeln. Also da habe ich tatsächlich mal Werte gesehen, wo man sagt, wow, das war richtig krass. Bei den anderen Sachen wird es eventuell, also da geht es eher so um vielleicht 5% oder so, die man da rausholen kann, was manchmal noch im Rundungsbereich ist, wo man gar nicht sagen kann, ist da nur was passiert. Okay, aber wir sind ein EM-Hof, wir machen Triateraktiv, wir werden das an jedem Stelle einsetzen, die uns möglich ist und da auch einfach schon, um die Schwingung auf dem ganzen Hof harmonisch zu haben. Steinkohleheizung, da wollte ich noch ein paar Worte zu sagen. Das ist ja, vor ein paar Jahren und auch immer mal wieder in den Medien gewesen, vor allem in den alternativen Medien, als Alternative zu Öl oder Gas, propagiert von Stefan Dolivar, der Stichwort ist da der Markus-Kessel, Markus-Heizkessel, und da war es dann immer doch recht großzügig versprochen, ganz einfache Sache, sauber, Steinkohle ist nicht so dreckig, wie Kohle eigentlich das Image hat, und mit dieser automatischen Zuführung und so auch nicht viel Arbeit und so, und ja, also ich kann das, und damals war der Ölpreis relativ hoch, fast noch doppelt so hoch wie heute, da hat sich das definitiv gelohnt, ein, zwei Jahre lang diese Steinkohle zu verheizen. Aber jetzt war der Ölpreis sehr niedrig gewesen, 50 Euro pro 100 Liter Heizöl zum Teil und so. Da hat es sich eigentlich nicht mehr gelohnt. Da war eigentlich das Öl fast noch billiger als die Steinkohle, die man so gekauft hat. Der Steinkohlepreis blieb fast identisch, beziehungsweise leicht ansteigend in der Zeit. Und von daher, abhängig vom Ölpreis, mal lohnt es sich, mal nicht.
wahrscheinlich, wenn der Ölpreis jetzt wieder etwas mehr steigt oder ein bisschen höher bleibt bei 100 Euro, jetzt sagen wir mal bei 80 Euro pro 100 Liter, wenn er noch ein bisschen mehr steigt, dann ist es definitiv, lohnt es sich, in Anführungsstrichen lohnt es sich wieder. Aber Öl fällt ja auch mal wieder und so im Durchschnitt lohnt es sich vielleicht am Ende gar nicht. Beziehungsweise ist genauso teuer wie Steinkohle. Und Steinkohle hat ein paar definitive Nachteile. Man muss es anfassen. Jedes Kilo Steinkohle, was man verheizt, muss man irgendwann mal getragen haben. Entweder mit der Schubkarre, also wir müssen es erstmal aus dem Bunker, aus unserer Stall mit der Schubkarre in den Bunker fahren. Von dem Bunker dann mit dem, könnte man vielleicht irgendwas basteln, aber mit einem Eimer machen wir das dann in den Vorratsbehälter der Kohleheizung, der dann ungefähr eine Woche hält. Und das heißt, wir fassen jedes Kilo Steinkohle zweimal mit der Hand an. Die 40 Tonnen Steinkohle, die da drin liegen, werden alle zweimal mit der Hand angefasst, damit sie am Ende verheizt werden können. Und das lässt sich kaum vermeiden irgendwie in der Technik. Also dann lohnt es sich auch nur, wenn man wirklich LKW-weise Steinkohle kauft. Wenn Sie irgendwie 2, 3 Tonnen kaufen, 5 Tonnen, 10 Tonnen selbst, kriegen Sie viel schlechtere Preise. Es lohnt sich wirklich nur, wenn Sie direkt, also die Preise, die mit den Ölpreisen mithalten können, lohnen sich nur, wenn Sie LKW-weise Steinkohle kaufen. Und deswegen machen das typischerweise auch Gärtnereien oder Großbetriebe oder so, die eine große Wärmeabnahme haben. Für Haushalte ist das eigentlich keine sinnvolle Größenordnung, keine sinnvolle Technik, auch heute noch nicht. In der Ukraine, in Polen, in Russland ist es zum einen die Kohle günstiger, zum anderen die Technik verbreiteter. Und da macht man das häufiger. Bei uns ist das aufgrund etwas mehr Steuern und aufgrund der längeren Lieferwege ist das etwas teurer. Ja, also mit anderen Worten, ich empfehle Ihnen nicht, sich eine Steinkohleheizung anzuschaffen. Da wurde etwas zu viel vom blauen Himmel versprochen, über den Markuskessel und so weiter, dass das eine ganz saubere und staubfreie Angelegenheit ist. Ist es nicht. Es ist schon dreckig. Es ist, man muss schon einen eigenen Raum haben, der am besten nicht mit Wohnräumen verbunden ist, der dann dreckig sein wird. Also wenn man da nicht die Möglichkeit hat, da ist doch so ein paar Öltanks im Keller. Einmal im Jahr kommt da der Lieferant und ansonsten muss man vielleicht mal eine Wartung machen und einmal kommt der Schornsteinfeger. Ist doch sehr viel einfacher als die Steinkohle-Sache. Von daher, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, würde ich nicht nochmal Steinkohle einbauen, sondern Öl. Allerdings bei uns funktioniert es mit der Steinkohle, weil wir immer jemanden da haben, der da auch mal was dran einstellen kann, der das mal kurz reparieren kann, der das befüllt, sodass das dann trotzdem funktioniert. Aber für einen normalen Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, der nicht so viel Ärger haben will mit seiner Heizung, würde ich empfehlen, Ölheizung, wahrscheinlich die günstigste Variante, wenn man den Platz nicht hat, Gasanschlussheizung, Flüssiggas geht gar nicht, viel zu teuer, aber entweder Ölheizung oder Gasanschluss, das sind doch die typischen günstigsten Heizungsvarianten. Jetzt abgesehen noch von Solar, Holz und so, das mag jeder für sich entscheiden. Aber so rein vom Arbeitsaufwand, der Einfachheit der Heizung, Gas statt Gasanschluss oder Ölheizung, das sind die elegantesten Varianten, die saubersten, die mit am wenigsten Wartung, geringstem Flächenverbrauch und Dreck realisierbar sind. Ja, das ein kurzes Update zu unserer Steinkohlenheizung. Wir werden es aber trotzdem weiter betreiben. Die 40 Tonnen, da jagen wir noch durch. Und was wir danach machen, schauen wir mal. Vielleicht gibt es dann ja schon ganz andere Techniken wie kalte Fusion oder dergleichen, die uns mit Heizwärme versorgen werden in den, ja, wie lange werden wir jetzt brauchen, um die zu verheizen? Vielleicht 3, 4 Jahre, 5 Jahre. Naja, 5 Jahre werden es schon sein. 5 Jahre werden wir jetzt damit heizen können. Also das ist natürlich auch ein Vorteil, man hat jetzt sehr, sehr lange Heizenergie. Okay, vielleicht noch ein kurzes Wort zur Steinkohle. Warum habe ich mich jetzt dafür entschieden? Der eine war natürlich der ökonomische Aspekt, der zum Zeiten der hohen Ölpreise ganz attraktiv erschien. War aber nicht der einzige. Ist einfach auch ein spannender Stoff, diese Steinkohle. Ibbenbürener Steinkohle haben wir, Ibbenbürener Anthrazit-Steinkohle, die härteste und sauberste Steinkohle der Welt, so ungefähr. Die jetzt nicht mehr abgebaut wird. August 2018, Schluss mit Steinkohleförderung in Deutschland. Einfach zu teuer. Man muss da ja 1 Kilometer, 2 Kilometer tief
buddeln, Schächte haben, wahnsinnig aufwendige Flöze da mit bestimmten, mit ganz hochwertiger Bergbautechnik da unten rausholen. Das ist nicht konkurrenzfähig zu irgendeinem Südafrika, China, USA, Mexiko und wo die Steinkohlen alle herkommen, die das ganz überwiegend im Tagebau abbauen, sehr viel günstiger dadurch abbauen können und nicht die Qualitäten haben wie unsere Anthrazit-Steinkohle, diese Ibbenbürener Steinkohle, die einfach viel härter, staubfreier, sauberer ist und einen höheren Energiegehalt hat, 10% mehr Energiegehalt, also richtig massiv mehr Energiegehalt. Aber lohnt sich einfach nicht in Deutschland abzubauen. Lohn ist zu teuer, aber es ist auch einfach die Tatsache, dass man 2 Kilometer tief buddeln muss. Das ist einfach nicht bezahlbar. Von daher wird es diese wunderschöne Steinkohle, die es noch erträglich gemacht hat, dass es nicht zu dreckig ist, damit zu arbeiten, wo der Schornstein tatsächlich relativ sauber blieb, die wird es zukünftig sowieso nicht mehr geben. Das heißt, zukünftig wird es, ja, diese Spezialkohlen, die dann diese Qualität haben, werden zukünftig teurer sein, wenn es sie überhaupt gibt. Von daher ist es auch, würde ich jetzt keinem empfehlen, sich da eine Steinkohleheizung zuzulegen, es sei denn eben im gewerblichen Bereich eventuell. Ja, aber die Ibbenbürener Steinkohle, die mir da so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, die gibt es also nicht mehr. Deswegen haben wir uns ganz schnell noch einen LKW gesichert und haben jetzt diese Unmengen an Vorrat da liegen. Im Ruhrgebiet haben wir ungefähr 100 Flöze, also 100 Schichten von Steinkohle, immer getrennt typischerweise durch eine Tonschicht, 100 Schichten übereinander. Und das geht jetzt so ein bisschen in Richtung, wie ist Steinkohle eigentlich entstanden. 100 Flöze übereinander, 1 bis 3 Meter mächtig. Wenn man das umrechnet, dann müsste für jeden dieser Flöze, also 10 bis 30 Meter Torf, schon recht konzentrierter Torf, da gewesen sein, der sich dann überlagert hätte mit Ton, dann verdichtet worden wäre, dann über, es spricht von 390 bis 260 Millionen Jahre her, dass das dann in Tiefengestein abgelagert wurde, dann verpresst, dann soll da über dem Jahrmillionen Steinkohle draus entstanden sein. Das würde entsprechen ungefähr einer Höhe von 2000 Meter, 2 Kilometer hoch Torf. Dem würde da ungefähr diese, aber das ist noch zu gut gerechnet eigentlich, weil das gilt eher so Richtung dieser Faktor 1 zu 10, 10 Meter Torf, 1 Meter Kohle, gilt eher so für Braunkohle oder schlechtere Steinkohle. Für die sehr gute Steinkohle, Anthrazitkohle, müssen wir eigentlich nochmal einen Faktor draufrechnen. Also wir reden hier von 2 bis 5 Kilometer oder noch mehr Torf, der gebraucht worden wäre, um diese Mengen an Kohle an dieser Stelle zu produzieren. Man ahnt schon, dass das irgendwie nicht ganz hinkommt. Und es gibt noch ganz viele andere Hinweise darauf, dass das mit der Steinkohle so aus Fossil, aus Torf, nicht so richtig funktioniert. Man findet nämlich in dieser Steinkohle Baumstämme. Wie soll man Baumstämme finden, wenn sich ein Stück Torf aus 10 Meter auf 1 Meter verdichtet und dann nochmal auf einen halben Meter, um diese Anthrazitkohle zu produzieren. Man findet aber quer durch die Schichten, durch 2-3 Schichten Ton, Kohle, findet man plötzlich mal so einen Baumstamm drin, fossilen Baumstamm, der da quer durchliegt. Das kann eigentlich nicht sein, wenn dieser Baumstamm tatsächlich dann eigentlich zur Kohle umgewandelt werden sollte. Mit anderen Worten, die Kohle ist nicht an dieser Stelle entstanden. Der Torf ist nicht an dieser Stelle entstanden. Der ist durch, und man findet auch andere Hinweise darauf, man findet marine Fossilien ganz oft in Steinkohleflözen, das heißt im Meer. Steinkohle ist nicht im Meer entstanden, soll nicht im Meer entstanden sein. Und man findet auch marine und Landlebewesen parallel in Fossilien. Also mit anderen Worten, da gab es wohl eher eine gewaltige Flut, Umwelt, also Naturkatastrophe, die wir uns heute in der Größenordnung gar nicht vorstellen können, die das zusammengespült hat. Das hat auch noch mehr Hinweise, die Schichtung ist sortiert, also man hat dann schon den Eindruck, jawohl, das ist durch, und dann würde sich, das ist durch eine Megaflut sozusagen, wahrscheinlich eine Art Schlammflut entstanden. Und dann ist die Frage, was war der Ausgangsstoff für die Kohle? Das kann jetzt verschiedene Sachen gewesen sein.
Wenn die Sohle so extrem sauber ist, wie sie heute zum Teil daherkommt, dann war das wahrscheinlich eher sowas wie Öl oder Teer, die da sich zusammengespült hat. Aber jetzt mal unabhängig davon, dann sind auch alle diese Schichten vielleicht gar nicht innerhalb von zig Jahrmillionen entstanden, sondern mehr oder weniger in einem oder wenigen kurzen naturkatastrophischen Ereignissen zusammengespült in dieser Ebene, sodass dann auch immer wieder Tonschicht, Kohleschicht, Tonschicht, Kohleschicht, das ist eigentlich eine ganz typische schnelle Abfolge, die einfach durch große Naturkatastrophen entstehen kann. Ja, also Sie merken schon, ich glaube nicht an die klassische fossile Entstehung der Steinkohle aus Wäldern. Ich nehme stark an, das wird im Rahmen von Naturkatastrophen mindestens umgelagert worden sein. Eventuell ist es so eine Art versteinertes Öl, was in Naturkatastrophen umgelagert wurde und dann eben sich zu Anthrazitkohle bis hin zu Anthrazitkohle verdichtet hat. Das macht es natürlich auch ein interessanter Stoff sozusagen. Ich kann Ihnen sogar mal was zeigen. Hier habe ich nämlich Schungit. Jetzt mal ein bisschen Schungit in der Tasche. Das sind Schungit-Steine. Schungit ist eine Steinkohle, wo man schon sagt, ja, die ist wohl irgendwie aus einer Art Ölschlamm entstanden. In Karelien oder Finnland gibt es die, also in Russland oder Finnland wird die abgebaut, hat ganz interessante Eigenschaften, Fullerene und dergleichen drin. Aber da weiß man schon, aha, das ist eine Steinkohle, das ist offensichtlich, aber es ist eine ganz besondere und die ist offensichtlich durch Öl entstanden oder durch ölähnliche Ablagerung entstanden. Hat ganz interessante Eigenschaften, Schungit hat ganz ähnliche Eigenschaften wie EM-Keramik, wenn man sich das mal durchliest, was die da so mitmachen. Wasserbelebung, Wasserreinigung und so und dergleichen für Pflanzen. Also das hat ganz ähnliche Anwendungsgebiete wie EM-Keramik. Und deswegen ist der Schluss vielleicht, dass auch eine ganz normale Steinkohle, Anthrazitkohle, wahrscheinlich auch eher nicht fossil entstanden ist, sondern durch eine Art Ölablagerung. Und das Öl selber ist ja auch vermutlich nicht fossil entstanden, sondern in den Tiefen der Erdkruste oder kosmisch entstanden, so wie es heute ja Öl auf allen oder Kohlenwasserstoffe, ölähnliche Mischungen auf dem Titanmond und Jupiter und sonst wo allen möglichen Planeten gibt. Ja, das ist eine spannende Sache über Steinkohle, was mich berührt hat, sozusagen zu sagen, ja, ich nehme Steinkohle und dann, jetzt wird es schwierig, aber ich hatte ja schon ein paar Videos dazu veröffentlicht. Begrünung der Erde durch steigenden CO2-Gehalt. Also es wird ja heutzutage in der Propaganda immer behauptet, jawohl, der steigende CO2-Gehalt ist erstens Menschenschuld und zweitens, was eventuell stimmt, aber zweitens ist der steigende CO2-Gehalt für eine Klimakatastrophenerwärmung verantwortlich, wovon ja nicht wahnsinnig viel zu sehen ist. Aber eine Sache, die nachgewiesen ist, wo man gar nicht diskutieren kann, die sehr eindeutig nachgewiesen ist, dass die Erde grüner wird mit einem steigenden CO2-Anteil. Wir waren quasi mit dem vorindustriellen CO2-Anteil von 230, 280 Parts per Million, 0,028% CO2-Anteil in der Atmosphäre. Das war so gering, dass alle Pflanzen Schwierigkeiten hatten, daraus ihre Photosynthese zu betreiben, ihre Zucker, ihre Pflanzenbestandteile aufzubauen. Und dementsprechend haben alle Pflanzen sehr stark davon profitiert, dass wir heute ungefähr schon bei einem Wert von 0,04% liegen, 400 Part per Million, und dass der weiter steigt und ein Optimum des CO2-Gehaltes für unsere heutigen Pflanzen dürfte eher so bei 0,1 bis 0,15% CO2-Gehalt liegen. Und im Sinne der Begrünung der Erde ist das also auf jeden Fall ein Thema, dass ein steigender CO2-Gehalt sozusagen das Pflanzenwachstum auf der Erde intensiviert. Wir reden davon, dass zwischen 1982 und 2009 die Erde um 11% grüner geworden ist, sprich
zweimal USA ist die Erde an der Fläche ergrünt. Die Wüsten sind kleiner geworden, die Wälder sind höher, die Berge rauf, die Wälder sind dichter geworden. Ist jetzt kältere Regionen, in trockenere Regionen vorgestoßen. Und da gab es dann verschiedene Vermutungen oder verschiedene Faktoren, die das ausgelöst haben könnte. Der Hauptfaktor mit fast 80% war Kohlendioxid, steigender Kohlendioxidgehalt. Das ist keine Theorie, das ist nachgewiesen. Steigende Kohlendioxidgehalte führen immer noch zu einer deutlichen Begrünung der Erde, zu höheren Ernten. Wahrscheinlich kann man bis zu 30% der höheren Ernten der sogenannten grünen Revolution auf höhere CO2-Gehalte in der 30% Erntesteigerung allein auf diesen höheren CO2-Gehalt zurückführen der Atmosphäre. Und auch die Natur blüht, grünt dabei natürlich auf und kann sehr viel intensiver sein. Meine Vermutung ist, bei einem sehr hohen CO2-Gehalt in der Atmosphäre wird es langfristig keine Wüsten mehr geben auf der Erde. Wenn der CO2-Gehalt noch weiter steigt, werden die Bäume und Gräser in die Wüste reinwandern, weil sie immer weniger Wasser brauchen. Desto mehr CO2 sie haben, desto weniger müssen sie atmen, desto weniger Wasserbedarf haben sie, desto eher können sie an trockenen Standorten wachsen, was sie heute eben sukzessive tun. Und wenn die Pflanzen vorwärts wandern in die Wüste, dann kann auch das Wasser hinterherkommen, weil die Pflanzen Wasser festhalten, Wasser verdunsten, kühlen, dadurch den Wasserkreislauf anregen. Und es wird ein Kipppunkt kommen, aber ein sehr positiver Kipppunkt, nämlich in Richtung, dass sich dann großflächige Wüsten sozusagen nicht mehr halten können, weil die reinwandernden Pflanzen den Wasserkreislauf so stark anregen, dass dann die Feuchtigkeit vom Ozean wieder reinkommt in den Kontinent und dann entsprechend die Wüste sozusagen besiegt ist oder grün wird wieder, wie die Sahara ja schon in der Vergangenheit vor 5000 Jahren und mehr grün war und immer mal wieder grün und nicht grün war, wenn man den Geologen damals zuhört. Okay, und deswegen habe ich mir auch gedacht, also anders als alle anderen, die Steinkohleheizung produziert den höchsten Anteil an CO2. Mein Beitrag zur Begrünung der Erde, der hohe Anteil CO2 in meiner Steinkohleheizung. Okay, also das ist das, was ich drauf gesprüht habe auf Steinkohle, und das ist auch das, was man zum Beispiel in Holzhackschnitzel sprühen würde oder Holzpellets. Und das hier, EM Keramik, da zeige ich noch mal ganz kurz einen Ausschnitt, was ich da zum Beispiel an den Heizungsrohren in meiner Gasheizung, wir haben auch eine Gasheizung, Flüssiggasheizung, gemacht habe. Da habe ich nämlich überall diese EM Keramik aufgefädelt auf Kabelbinder oder Sehne und dann um die entsprechenden Rohre etwas rumgelegt. Genau. Das war meine Steinkohlenheizung. Bis nächste Woche. Dann werden wir uns mal um den abgesagten Weltuntergang kümmern. Da sehen Sie unsere Spüle mit unserem Wasserfilter. Triatera Honig ist immer dabei. Der Wasserfilter wird hier so angebracht. Und unsere Heizungsanlage, unsere Warmwasserheizungsanlage, die das Wasser warm macht, überwiegend für unsere Triatera Aktiv, weil das machen wir mit Warmwasser. Und das ist die Hauptaufgabe unserer Flüssiggasheizung heute. Am Anfang hatten wir die auch für alles, aber heute machen wir das eigentlich nur noch damit. Jetzt ist sie aus, weil wir kein Warmwasser, weil wir kein EM gerade ansetzen. Und bei dieser Flüssiggasheizung und Gasheizung prinzipiell haben wir, kann man sehen, hier um die Rohre etwas EM-Keramik gemacht. Das kann auch noch mehr sein. Das ist das Heizungsrohr, zweite Heizungsrohr, Vor- und Rücklauf. Das hat jeweils ein Keramik drum. Dann habe ich auch um das Zuwasser einen gemacht und auch hier um das Gasrohr, was da reingeht. Auch drin habe ich es noch hier und da versucht, ein bisschen was reinzubasteln. Weiß jetzt nicht mehr wo, überall. Ein Brenner ist natürlich das Ideale, wenn man es möglichst nah am Brenner basteln kann. Die EM-Keramik. Also das sollte zu einer harmonischeren Schwingung und zu einer besseren Verbrennung führen und zu weniger Verbrauch
Bei Ölheizung ist eine ideale Möglichkeit, das in so einem Ölfilter mit reinzubasteln, die Keramikröhrchen. Und auch da entsprechend am Brenner. Und natürlich, wir haben in dem Heizungswasser unserer Heizungsrohre haben wir Triateractiv drin. Da habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr wie viel, mal einen halben Liter Triateractiv reingemacht, als wir das befüllt haben. Sprich, EM läuft in unseren Heizungsrohren und sorgt dafür, dass es weniger korrodiert, weniger Ablagerungen sind und die Wärme besser übertragen wird und die Schwingung im ganzen Haus ist.